kleiner LKW abgestürzt von der Böschung. Schwer zugänglicher Bereich. Einer mit dem Rettungshubschrauber und einer mit dem Rettungswagen. Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare. Die Feuerwehr Wehrheim wurde hier zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Hier oben an der Einsatzstelle an der Limburg, schwer zugänglicher Bereich, wo am Anfang erst fußläufig nur zu erreichen ist, ist ein kleiner LKW abgestürzt von der Böschung, 30, 40 Meter steil abwärts und ist erst hier auf dem Kopf zum Erliegen gekommen. Im Fahrzeug haben wir dann zwei Personen vorgefunden. Die Tür war zuerst verklemmt. Wir mussten sie öffnen durch Handwerkszeug, sodass wir zu den Verletzten vordringen konnten und sie aus dem Fahrzeug retten konnten. Die Personen, die zwei, waren schwer verletzt. Eine Person klagte über Atemnot, der andere hatte offenkundige Gesichtsverletzungen, starke Gesichtsverletzungen angesichts aber dieses Ausmaßes an Unfall war es noch ein relativ gutes Verletzungsmuster. Wir haben dann die Verletzten betreut, den Rettungsdienst eben alarmiert, zum Teil auch hochgefahren in dieses unwegsame Gelände, sodass man sofort mit der Versorgung der Verletzten beginnen konnte. Dann, als die Verletzten wieder stabilisiert wurden, konnten wir die Verletzten fußläufig nach unten bringen und sie dort dem Personal des Rettungshubschraubers bzw. Rettungswagen übergeben. Hier an der Einsatzstelle beginnen wir jetzt mit der Sicherung des Fahrzeuges. Wir werden dann im Anschluss das Fahrzeug mit Hilfe eines Baggers bergen. Des Weiteren werden wir hier noch weiterhin die Straßen, die Zufahrten gesperrt halten, damit wir hier ungehindert unser Material abtransportieren können. Für die Feuerwehr Wehrheim waren 6 Fahrzeuge und 26 Mann im Einsatz. Die Verletzten mussten liegend abtransportiert werden, das heißt, sie wurden hier in einer sogenannten Schleifkorbtrage gelagert und dann von Feuerwehrkameraden bzw. Kameraden des Rettungsdienstes nach unten getragen. Zum Rettungswagen bzw. an die Übergabestelle zum Rettungshubschrauber. Die Mitglieder der Feuerwehr bzw. des Rettungsdienstes sind eben hier das Gelände gewöhnt. Jeder macht hier Wanderungen, weiß, dass es hier steiles Gelände ist. Trotz alledem hat jeder seine eigene Grundfitness, sodass er hier, wenn er hier oben ist, es hier hoch schafft, dass er dann noch weiterhin tätig sein kann und hier den Personen, den verunfallten Personen helfen kann. Um 13.57 Uhr wurde der Rettungsdienst alarmiert zum Verkehrsunfall. Schwer, vermutlich LKW gekippt oder die Böschung runter. Und initial wurde alarmiert vom Rettungsdienst den NAF, zwei RTWs, der organisatorische Leiter und im Nachhinein noch der Christoph 22 als Rettungshubschrauber. Ja, das stimmt. Das war auf Anfahrt, wurde uns von der Leitstelle Bescheid gegeben, dass vermutlich ein LKW umgekippt ist, die Böschung runter, mehrere Meter. Die Feuerwehr hat dann die Lagemeldung gegeben, dass das wohl auch stimmt, die Alarmierung. Und zwei Patienten dort sind und der LKW wohl mehrere Meter runtergekippt ist. Genau, wir sind in Weilheim am Limburg. Das ist ziemlich eine Gegend, wo wir jetzt hier sind, wo steil ist. Da ist ein LKW zu irgendwelche Arbeiten hochgefahren und ist vermutlich dann neben der Straße oder von der Straße abgekommen und mehrere Meter runtergekippt. Von der Feuerwehr wurden die Patienten dann befreit. Die waren initial mal eingeschlossen, wurden befreit und dann rettungsdienstlich versorgt. Genau, die Zusammenarbeit hat sehr, sehr gut von Anfang an funktioniert, auch mit der integrierten Leitstelle. Da wurde gleich schon uns die Information gegeben, wo das ungefähr sein könnte. Das hat gepasst und die Zusammenarbeit auch mit unseren Kollegen vom Nachbarkreis, vom Kreis Göppingen und auch mit dem Christoph 22 war hervorragend. Genau, da haben wir uns kurz besprochen mit der Feuerwehr. Die haben wir dann mittels Schleifkorbtrage gerettet zu den Fahrzeugen, ein paar hundert Meter weiter runter und es wurden dann beide Patienten in die Klinik verbracht, einer mit dem Rettungshubschrauber und einer mit dem Rettungswagen bodengebunden mit dem Notarzt. Beide Patienten wurden initial mal schwer verletzt. Was im Endeffekt dann rauskommt, folgt. Und ich stelle den mindestens oder Lippstange.
Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.